Hallo liebe Leute, vorhin geht es um ein paar Gedanken zu dem Anschlag auf Donald Trump. Zunächst ein Interview bei Tichys Einblick, einen Ausschnitt davon. Ich verlinke das ganze Interview hier oben und Tichys Einblick natürlich unbedingt abonnieren. Jedenfalls zeige ich erstmal diesen Interviewausschnitt, weil er einen sehr wichtigen Aspekt zeigt aus meiner Sicht. Wo Sie aber den Secret Service ansprechen, erste Meldungen erreichen uns aus den USA, dass es auch harsche Kritik am Vorgehen des Secret Service gibt. Was ist denn da vorgefallen? Also man muss dazu Folgendes sagen. Ich war bei mehreren Trump-Rallies, also Veranstaltungen, wo Trump aufgetreten ist. Es ist jedes Mal so, man geht durch eine Schleuse wie bei einem Flughafen. Man wird durchsucht, man wird zum Teil abgetastet, die Taschen werden durchsucht. Es ist immer eine sehr große Kontrolle. Als Journalist muss ich bestimmte Dinge vorher machen. Ich werde bestimmt abgesucht. Es ist immer ein anderes Schema. Es ist verwunderlich, dass dieser Schütze auf einem Dach in direkter Umgebung der Veranstaltung liegen konnte und, wie es heißt, aber noch nicht bestätigt wurde, von mehreren Personen wurde der Secret Service aufmerksam gemacht auf diesen Schützen und hat nicht reagiert. Das ist noch nicht bestätigt, aber das wird vermutet. Darüber werden wir heute Nacht sicherlich auch noch genaueres erfahren. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Konsequenzen dieses Anschlags auf die anstehenden Wahlen in den USA? Wenn man Twitter bzw. X glaubt, hat Trump die Wahl jetzt gewonnen. Also es ist tatsächlich so. Man darf nicht vergessen, hier in Amerika gilt ja immer noch dieser Mythos, der ja auch in Hollywood gemacht wird. Es gibt einen Führer, es gibt einen Anführer und der übersteht größte Krisen und gegen den wird gekämpft, aber er reckt trotz allem die Faust und er wird uns anführen und er wird für uns den Kampf führen. Lassen wir das Ganze nochmal Revue passieren. Wir wissen, es gibt Veranstaltungen, es ist ja selbstverständlich, solche Veranstaltungen, es wird streng kontrolliert. Und Donald Trump wird natürlich bestimmt dafür gesorgt haben, dass besonders streng kontrolliert wird. Er ist sicherlich davon ausgegangen, dass viele ihm nach dem Leben trachten und entsprechend groß sind die Sicherheitsvorkehrungen. Der Secret Service ist überall, es wird alles kontrolliert. Und was ist jetzt passiert? Donald Trump wäre um ein Haar gestorben, es haben wenige Zentimeter gefehlt. Und es konnte sich ein Attentäter in Schussposition platzieren und Schüsse abgeben. Obwohl das natürlich alle Wachbeamten verhindern sollen. Und hier stellt sich die Frage, wie ist das möglich? Und die Antwort ist natürlich eigentlich sehr einfach. Wir haben gesehen bei Kennedy, dass ein Machtapparat in der Lage ist, den Präsidenten zu ermorden, es zu vertuschen und auch noch seinen Bruder zu ermorden. Die Einzeltäter-Theorie ist nachweislich leicht zu widerlegen. Es ist Unsinn. Es wurde Material verheimlicht über 6 Jahre, ein Video, das zeigt, dass von 2 Seiten geschossen wurde, wo es unverkennbar ist. Also ein Video, in dem unverkennbar ist, dass der Kopf vom Präsidenten nach hinten fliegt. Und dieses Beweismaterial, es wurde nicht herangezogen. Und sein Bruder, der es aufklären wollte, er ist auch gestorben. Und beim Kennedy-Mord, es ist der Mörder gestorben und es ist der Mörder vom Mörder gestorben. Und es kam alles erst nachträglich raus. Und hier zeigt sich natürlich, dass die USA nicht als funktionierende Demokratie anzusehen sind. Weil die Medien kartellartig wasserdicht halten bei wichtigen Narrativen. Und wahrscheinlich zu einem wichtigen Narrativ wird auch dieser Vorfall gehören. Wir erinnern uns, der Hunter Biden Laptop, er beinhaltet klares Beweismaterial, dass der Sohn Hunter Biden, er mit minderjährigen Prostituierten sich gefilmt hat. Und es ist auch die Korruption bei Burisma von Joe Biden nachweisbar. Dieser Laptop, er wurde dem FBI übergeben und das FBI hat ihn nicht weiter untersucht, hat behauptet, es wäre russische Propaganda. Es wurde aus der Öffentlichkeit einfach rausgehalten, weil alle Medien kartellartig zusammengehalten haben. Und war ja bei vielen Dingen der Fall. Wir erinnern uns an den dritten Turm bei 9/11, er ist eingestürzt durch Feuer angeblich, obwohl er auf 81 Stahlsäulen steht. Die meisten Leute wissen nicht, dass 3 Türme eingestürzt sind. Also wenn man jetzt hier in der Öffentlichkeit fragt, obwohl der dritte Turm 200 Meter hoch war, ist eigentlich die verrückteste Geschichte von allen ist, wobei die ganze Geschichte verrückt ist. Ein Stahlkonstrukt, eingestürzt, angeblich durch Brand, obwohl sowas noch nie passiert ist. Er ist im freien Fall eingestürzt, obwohl kein Flugzeug eingeschlagen ist. Also er ist im freien Fall eingestürzt, bedeutet, dass alle 81 Stahlsäulen auf einmal durchgetrennt werden müssen, was durch einen Brand unmöglich ist. Ich habe es bis vor kurzem nicht gewusst. Niemand weiß es. Also niemand, der die Großmedien konsumiert. Wie geht es jetzt weiter? Aus meiner Sicht wäre Donald Trump schlau, wenn er keine öffentlichen Auftritte mehr macht.
oder nur noch öffentliche Auftritte in einem ganz kleinen Rahmen. Weil der Aufwand, so eine Veranstaltung zu schützen, es sind zu viele Leute mit einbezogen. Und sehr wahrscheinlich unendlich viel Geld im Hintergrund vorhanden. Und wir haben es bei Kennedy gesehen, es ist gelungen, also er wurde nicht obduziert. Er wurde dann dort obduziert, wo dann nichts an die Öffentlichkeit kommt. Also er war erst in einem anderen Krankenhaus, dann wurden die Ärzte bedroht und dann wurde er vom CIA in ein Militärkrankenhaus gebracht. Und da wurde dann alles unter der Decke gehalten. Also wir sehen, wie schon erwähnt, die Medien, sie werden kartellartig die wichtigen Dinge nicht berichten. Und man kann sicher davon ausgehen, dass wenn jetzt dieser Versuch gescheitert ist, dass es wieder weitere Versuche geben wird. Und das ist ja nicht nachweisbar. Also es ist ja nicht so einfach nachweisbar für die Öffentlichkeit. Und was halt zufällig, wurde halt ein zweites Mal auf Donald Trump geschossen. Und der Vorteil aus meiner Sicht jetzt für Donald Trump ist, dass wenn er jetzt von vornherein auf Auftritte verzichtet hätte, hätte man gesagt, ja, was macht er sich denn so große Sorgen? Ist doch Unsinn. Die USA ist doch eine Demokratie. Die Veranstaltungen werden doch perfekt geschützt. Was macht er? Wieso verzichtet er auf Auftritte? Er ist feige. Er will nicht öffentlich auftreten. Und wahrscheinlich, wenn Donald Trump schlau ist und ich denke, er wird die richtigen Rückschlüsse ziehen, dann wird er natürlich jetzt solche Veranstaltungen nicht mehr machen. Und dadurch ist er natürlich schwerer umzubringen. Das ist ganz klar. Und er kann es aber auch noch vor der Öffentlichkeit, er kann das der Öffentlichkeit erklären. Steht her, es gab einen Anschlagsversuch auf mich. Es ist mir zu heikel, ein zu großes Risiko einzugehen. Und natürlich ist es die Frage, was für Möglichkeiten die anderen Leute haben. Aber Trump wird natürlich jetzt auch der Öffentlichkeit alles verkaufen können, um sich perfekt zu schützen bis zur Wahl. Und das zeigt, dass hier, es ist alles so vor sich hingedümpelt, dass Geschichte geschrieben wurde. Also dass also unfassbar das wichtigste Ereignis seit Jahren wahrscheinlich stattgefunden hat, aus dem Nichts. Und wir ein unglaubliches Glück hatten. Also die ganze Welt wahrscheinlich ein unglaubliches Glück hatte, weil die Chance auf Frieden ist natürlich viel größer, wenn Trump an die Macht kommt, als wenn es so weitergeht wie jetzt. Ihr könnt ja schreiben, wie ihr die Chancen seht, dass Trump bis zur Wahl überlebt und wie groß die Chance ist, dass er Präsident wird. Macht's gut.